Wien stornierte, nein, oder 18 Uhr mehr rein. Der österreichische Drogenbericht bestätigt es. Cannabis wird zur neuen Volksdroge der heimischen Jugend. Unter allen illegalen Drogen wächst der Konsum von Haschisch und Marihuana am stärksten. Über 30% unserer Jugend hat bereits ihre Erfahrungen mit der berauschenden Wirkung des THC aus dem Hanf gemacht. Gekifft wird aber schon lange nicht mehr nur bei der jungen Unterschicht. Kiffer unter dem Ausdruck kann ich genauso nennen, leider Staatsanwälte, Richter, Polizisten in sämtlichen Schichten, Ärzte, das sind Kiffer. Nicht 17-jährige Leute mit Dreadlocks vorwiegend, die abgesandelt irgendwo herumliegen. Dass auch der Konsum dieser oft verharmlosten Droge noch immer unter Strafe steht und etliche Kleinkonsumenten mit einer Vorstrafe ihr Leben fristen müssen, erregt den Protest von immer mehr Menschen. Den österreichischen Kiffern schwebt das Beispiel von Tschechien vor, wo 2010 der Besitz von Cannabis entkriminalisiert wurde. Es ist meine Entscheidung, mit was ich mich berausche oder nicht berausche, sondern halt einfach aufmache. Und auch eine kleine Gruppe von Ärzten setzt sich für die Legalisierung natürlichen THCs in der Medizin ein. Hanf ist nicht eine Wunderpflanze, sondern Hanf ist die Wunderpflanze schlechthin. Der Trend in der Szene geht eindeutig weg von der Straßendealerei hin zum Homegrowing, der Anlage von illegalen Haschischplantagen. Meine Babys! Ah, so schön. Now get the ring. Wir kiffen uns her. Doch der Missbrauch der psychoaktiven Substanzen der Hanfpflanze ist ganz und gar nicht problemlos. Kiffmachtung, definitiv. Wirklich da nur von einer weichen Droge zu reden, da würde ich schon abkommen davon. Der Trend in der Kifferszene heißt Homegrowing. Welche Dimensionen der heimische Drogenanbau erreicht hat, erahnt man, wenn man die Hanfmesse im niederösterreichischen Fürsendorf besucht. Auch wenn man dort vieles zur legalen Nutzung der Kulturpflanze Hanf findet, von der Hanf-Modeschau bis zur Hanf-Kochshow, lebt diese Messe primär von der Kifferindustrie. Hier findet man alles, was man für die perfekte Aufzucht von illegalen Haschischpflanzen und deren berauschenden Konsum benötigt. Man sieht ja sehr gut an diesen Beispielen, wie paradox die Situation mit Hanf ist, weil eben einerseits so eine riesige tolle Messe nur auf diesem Sektor entstehen kann, der leider noch kriminell ist. Man sieht aber, wie viele Leute so eine Messe ansieht. Also es werden über 10.000 Besucher über die 3 Tage gezählt. Der 23-jährige Wiener nutzt sein umfangreiches Hanf-Know-how als Handelsvertreter für aus legalem Hanf hergestellte Waren. Besonders der Anwendungsbereich in der Küche ist vielfältig. Man kann es sehr leicht übers Joghurt streuen, man kann es in jedem Brot, Müsli, überall eigentlich verwenden. Für Panier, bei mir ein Kochbuch auch, in dem man eben sieht, die vielen verschiedenen von Gemüse, Hanfsteak, auch Hanfschupfnudeln, die verschiedensten Sachen, Hanfsemmelknödel, man kann alles machen mit der Pflanze. Laut Suchtmittelgesetz ist das jedoch nur zulässig, wenn sich der THC-Gehalt der Hanfprodukte unter 0,3% bewegt. Das soll sich aber bald ändern, wenn es nach dem Verein Legalize It geht, dem David bis vor einem Jahr noch vorstand. Mit ihren Hanfdemos wollen sie auf die ihrer Meinung nach negativen Auswirkungen des Cannabisverbotes aufmerksam machen. Mit Plakaten und Flyern versuchen sie, möglichst viele Sympathisanten zu werben. Drüber geht's, bleiben sinkt man hängen. Und grundsätzlich haben wir natürlich schon mehr Sympathie als kommerzielle Plakate. Also es ist ja nicht so, dass wir da für eine Veranstaltung, für eine kommerzielle eben Werbung machen, sondern für eine Demonstration. Und da merkt man schon auch, dass bei den Passanten da eben mehr Toleranz herrscht. Vielen Leuten, allen voran konservativen Politikern, ist das bunte Treiben dieses, ihrer Meinung nach, arbeitsscheuen Gesindels ein Dorn im Auge. Politisch motivierte Sabotageversuche sind keine Seltenheit. Wir haben da eben letztes Jahr am Hanfwanderdag festgestellt, dass scheinbar Leute auch mit Pfefferspray durchgegangen sind und einfach in die Menge gesprüht haben. Was sicher eben Störaktionen von, ich denke mal, rechter Seite waren. Wir wissen es zwar natürlich nicht, aber wir gehen mal davon aus. Ja, sind nur Vermutungen. Das ist aber das Naheliegendste leider.
Auch Davids Freundin Bianca unterstützt ihn bei seinen Aktionen seit dem ersten Tag. Die beiden sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Ich war selber aktiv für das Thema, bevor ich ihn kennengelernt habe. Aber ja, er war anscheinend ein bisschen schneller und hat halt gleich den Hanfwandertag gestartet. 3 Jahre bevor ich ihn kennengelernt habe schon. Und ich fand das sehr faszinierend und ansprechend. Wollen Sie was gegen die Prohibition tun von Cannabis? Berührungsängste hat sie keine, obwohl die Reaktion der Leute eher einseitig ausfällt. Entschuldigung, am 1. Oktober ist Hanfwandertag gegen die Prohibition. Am 1. Oktober ist Hanfwandertag gegen die Kriminalisierung von Hanf. Jeder, der einen in die Hand nimmt, ist zu 50% dabei. Und das bedeutet für mich schon einen hohen Erfolg. Das Verhältnis der Aktivisten zur Polizei ist sensibel. Viele haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zumindest beim Plakatieren versuchen die Drogenaktivisten im Rahmen der Gesetze zu bleiben. Leider vergebens. Sie haben eine Erlaubnis fürs Plakatieren, ne? Bitte? Sie haben eine Erlaubnis fürs Plakatieren, oder? Nein. Ich wüsste nicht, dass man eine braucht. Dann, ja. Wäre ein Ausweis vom Verantworter, bitte. Okay. Eine Sekunde nur. Demo für die Legalisierung von Hanf. Danke. Da steht nirgendwo Plakatieren verboten. Ja, man müsste auf der Straße aufstehen. Da darf man nichts hinspucken und nichts hinspielen und keinen Mist hinschmeißen, oder? Also. So ist es nicht. So ist es nicht, aber es steht in unserem Mediengesetz. Und ich habe nichts dagegen, wo sie da jetzt aufhängen oder sonst irgendwas, wie sie vielleicht glauben oder sonst irgendwas. Davon bin ich nicht ausgegangen. Davon bin ich nicht ausgegangen. Es geht rein um das, dass sie das nicht machen sollen, ja. Schwierig, sein demokratischen Recht irgendwo einzusetzen. Die anderen, die da hängen, die hätten das auch nicht aufhängen dürfen. Ich weiß nicht, vielleicht wurden sie von einem anderen Kollegen dabei angehalten oder sonst irgendwas. Ja. Ich hab's nicht dabei gesehen. Ja. Versuchen wenn ich ihn nicht dabei gesehen hätte, waren es wahrscheinlich jetzt auch um die Plakate. Verstehen Sie, man sieht es alles eh schon. Ja, aber als andere kommt dann nicht musikalischen Fäger, gell? Okay. Gut, wir werden das auch für heute unterlassen. Okay. Danke. Wo es jetzt wirklich das Aufhängen dürfen, ja? Machen wir. Gut ist. Ja. Wiederschauen. Danke, wiederschauen. Vor 2 Tagen, wie gesagt, hat mich 100 Meter weiter ein anderer Beamter aufgehalten, hat mir, nachdem ich ihm das Gesetz vorgelegt habe, gesagt, das ist in Ordnung. Scheinbar kennen sich nicht mal die Behörden leider bei uns genau aus, wo man jetzt wie plakatieren darf und ja. Offensichtlich darf man so, aber leider nicht, haben wir jetzt herausgefunden und wir wollen da, wie ich vorher schon gesagt habe, auch keinen Ärger und deswegen werden wir das mal für heute einstellen. Das, ja, können wir uns nicht leisten. Ich bin mal gespannt, was die jetzt kostet, die Verwaltungsstrafe. Ich habe mit 13, 14 wahrscheinlich das erste Mal gekifft. Am Anfang habe ich gar nichts gespürt, wollte eigentlich nur dazugehören. Ja, irgendwann ist er nur zum Alter geworden. Der 22-jährige Wiener Marco kifft fast sein halbes Leben lang. Da der Besitz von THC-hältigen Marihuana in Österreich noch immer strafbar und mit Haft bedroht ist, muss er sich für die Dreharbeiten maskieren. Marco kifft mehrmals täglich. I smoke two joints at night. I smoke two joints in the afternoon. And it makes me feel alright. Irgendwann sind meine Eltern draufgekommen und die haben mir gesagt, ich soll schauen, dass ich das auch damit aufhöre. Gib mir das hier Probleme, bis dahin ist mir nichts aufgefallen. Ja, eigentlich ist mir aufgefallen, weil eben meine Freundin mich verlassen hat. Die hat eben gemeint, dass ich eigentlich nur den ganzen Tag nur rumliege und kiff und irgendwas Playstation zock. Laut aktuellem Drogenbericht hat bereits mehr als jeder fünfte Österreicher, bei den Jugendlichen jeder dritte, Cannabis als Suchtmittel ausprobiert. Cannabis, also Marihuana oder Haschisch, ist die einzige illegale Droge, deren Konsum in Österreich noch immer stark zunimmt. Und die Kiffer werden immer jünger. Eine besorgniserregende Entwicklung in den Augen der österreichischen Drogenexperten. Die Problematik ist einerseits natürlich, dass sozusagen die Experimentierfreude gestiegen ist und andererseits aber auch das Angebot sich insofern verändert hat, als die Pflanzen wesentlich einen höheren THC-Gehalt haben als noch vor einigen Jahren. Das ist natürlich eine Mischung, die durchaus ernst zu nehmen ist. Seit 15 Jahren ist Dr. Kurt Blas, liebevoll auch Blowdoc genannt, der Vorreiter für den Einsatz von Cannabis als Medizin. Mit seinem Verein CAM geht er auch auf die Straße, um eine weitgehende Zulassung von Cannabis, insbesondere auch von Naturhanf als Medikament zu erreichen.
In Österreich ist lediglich die Verabreichung von Dronabinol gestattet, doch das enthält mit Delta-9-THC nur eins der etwa 60 Cannabinoide im natürlichen Hanf. Doch auch dieses eine Cannabinoid, das natürlich als Rauschgift missbraucht werden könnte, hat vielfältige Anwendungsbereiche, besonders im Bereich des Nervensystems. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Cannabis, sprich Dronabinol, sehr, sehr gut helfen kann, sehr, sehr gut schmerzlindernd sein kann. Dann Cannabis wird eingesetzt bei dem Tourette-Syndrom, ein sehr buntes neurologisches Syndrom. Ich habe da einige Jugendliche, die ich damit behandle, und bei zweien ist das Tourette-Syndrom fast zur Gänze verloren gegangen. Allerdings nur, solange man das Medikament verwendet. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Ingenieur Rudolf Rodler ist seit April 2011 bei Dr. Blas in Behandlung. Er leidet seit Jahren an Migräneanfällen und Augenhochdruck. Da es ihm mit herkömmlichen Medikamenten nicht viel besser ging, hat er nach einer Alternative gesucht und ist im Internet auf Dr. Blas gestoßen. Ich bin ja am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich nicht gewusst habe, wie wirkt sich das aus, wenn ich mit dem Auto fahre, ob ich ständig high bin oder sonst was. Das weiß man am Anfang nicht. Ja. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie während der Einnahme des Medikamentes wirklich einmal high waren? Ja, überhaupt nichts. Da war überhaupt nichts. Also ich bin weder schläfrig, jetzt tagsüber, ja, ich schlafe natürlich gut, ja. Aber ich bin weder schläfrig, ich bin nicht unkonzentriert, im Gegenteil, ich bin sehr konzentriert. Und eine hohe Reaktionsfähigkeit, die ich immer schon gehabt habe, die ist mir geblieben. Also das Beste, was mir je an Medikament passiert ist, ist eben das. Fast unglaublich klingt der Erfolg von Cannabis im Falle der Krankengeschichte von Patrick Grabner. Er leidet seit seiner Kindheit an einer Nierendysfunktion und hat bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich. Seit eineinhalb Jahren nimmt er das Cannabis-Medikament gegen die Abstoßung der transplantierten Niere. Die Medikamente der Schulmedizin führten zu Erbrechen und anderen schmerzlichen Nebenwirkungen. Nach seiner zweiten Transplantation hat sich für ihn sogar ein Cannabis-Wunder ereignet. Da bin ich frisch transplantiert worden. Dann hat die Niere fast eine Woche lang hat sie nicht gearbeitet. Also ich konnte keinen Urin lassen. Also sie hat wirklich nicht gearbeitet. Die Ärzte haben schon fast die Hoffnung aufgegeben. Und nachher hat man gedacht, ich frage meine Frau, ob ich nicht ein bisschen was bekommen kann. Also Cannabis. Und dann habe ich halt ein bisschen Cannabis vaporisiert. Also nicht geraucht, vaporisiert. Und komischerweise nach 2-3 Stunden konnte ich Wasser lassen und die Niere hat zum Arbeiten angefangen und seitdem heilt die Niere auch wieder. Ja. Also phänomenal, phänomenal. Also ich denke, das könnte man mitunter sogar medizinisch gut erklären, warum das so gelaufen ist. Ja? Weil Cannabis im Körper ja ein Notfallsmedikament ist. Cannabis wird im Körper selbst produziert und hat Cannabis-Rezeptoren und die erfüllen im Körper die Funktion eines Notfallsaggregats. Wenn etwas außer Kontrolle gerät, wird es wieder in die Normlage gebracht. Wenn etwas übersteuert ist, wird es wieder in die Normalität gebracht. Ja. Und hier könnte ich mir vorstellen, hat Ihnen das THC auch die Niere gerettet. Doch diese Erfolge lassen sich lediglich mit Cannabis aus düngefreiem, medizinisch kontrollierten Anbau erzielen. Und auch die Dosierung muss ein Facharzt festlegen. Hanf ist nicht eine Wunderpflanze, sondern Hanf ist die Wunderpflanze schlechthin. Ja? Weil sie einfach so viel kann. Sie kann nicht nur im medizinischen Bereich gut helfen, sondern sie ist eine Substanz, die auch Omega-3-Fettsäuren beinhaltet, auch für den körperlichen Aufbau sehr gesund ist, früher viele Jahrhunderte als Nahrungsmittel verwendet wurde, wegen ihres hohen Nährwertes und ihrer hohen Kalorienzahl. Also Hanf ist die Wundersubstanz schlechthin.
Eine Wundersubstanz, für deren breite Zulassung sich Dr. Blas mit seinem Verein Cannabis als Medizin und einer Petition an die zuständigen Politiker einsetzt. Unterstützt wird dieses Bestreben von Patrick Grabner, der dank Cannabis eine Linderung seiner jahrelangen Leiden erfahren hat. Sein Appell richtet sich an all jene Politiker, die den Einsatz von natürlichem Cannabis in der Medizin noch immer verhindern. Ich wünsche keinem irgendeine Krankheit, das will ich gleich mal vorhin gesagt haben. Aber ich glaube, die meisten müssen wirklich erst um im eigenen Leib erfahren, was für Nebenwirkungen solche Medikamente haben können. Und spätestens, wenn sie nachher mal so eine Krankheit haben und auch mit Cannabis mal in Kontakt gekommen sind und selber sehen, was das eigentlich lindern kann und Positives wirken kann, spätestens dann würden sie wahrscheinlich umdenken und das entkriminalisieren. Ich meine, es ist nur eine Pflanze, die was aus dem Boden wächst. Flo und Mario, zwei langjährige Marihuana-Fans aus Wien, auf dem Weg nach Prag, dem vermeintlich neuen Kifferparadies Europas. Seit Anfang 2010 unterliegt in Tschechien der Besitz von maximal 15 Gramm Marihuana nicht mehr dem Strafrecht, sondern kann nur mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 570 Euro geahndet werden. Damit hat Tschechien eines der liberalsten Drogengesetze Europas. Flo und Mario sind nun unterwegs, um herauszufinden, ob unser nördliches Nachbarland tatsächlich das neue Eldorado des Kiffens ist. Ja, ich denke mal, dass wir zumindest mal irgendwo gucken, dass wir was zu rauchen kriegen auf jeden Fall. Ja. Weil ich will auf jeden Fall mal gucken, was die da für Sorten anbieten und was die da so haben. Also ich weiß nur, wir müssen nur vorsichtig sein mit Weitergeben. Also wir können uns da zwar rauchen, aber wir dürfen jetzt nicht da uns gegenseitig die Joints reichen, weil dann können wir auch Ärger kriegen. Ja. Jeder muss halt seinen eigenen immer bauen. Ja. Scheiße, oder? Ja, das ist ja Wahnsinn, ja. Also. Noch bevor sie im Hotel einchecken, wird auch schon der erste Hanfshop unter die Lupe genommen. Hey, guck mal, was haben wir denn hier? Was ist hier? Absinth. Cannabis-Eiscreme, Absinth, Colada. Wir müssen ja mal fragen, wo richtig gesagt. Viagra? Offiziell darf auch hier kein Cannabis verkauft werden, denn im Gegensatz zu den Coffeeshops in Holland ist in Tschechien auch der Verkauf von kleinen Mengen Haschisch oder Marihuana weiterhin unter Strafe gestellt. Wer aber nett fragt, geht selten mit leeren Händen hinaus. Mit dem feinen Stoff im Sack trifft sich Flo mit seinem Freund František in einem Club der Stadt, um sich dort mit einem Joint der neuen Kifferfreiheit hinzugeben. Ich rauche daheim genauso, wie ich es da mache. Ich finde es halt schön, dass ich da eine Geldstrafe dafür kriege, wenn ich daheim im Endeffekt in den Knast müsste. Aber es hat auf jeden Fall was. Es ist ja auch so, wenn ich über eine Ampel gehen will, dann gehe ich über eine Ampel. Ich lasse mich auch nicht von dem Lamperl terrorisieren. Das heißt, ich lasse mich auch nicht von unseren Politikern terrorisieren. Eigentlich sollte das Kiffen in einer Prager Bar kein Problem sein. Doch schon nach kurzer Zeit bekommen die beiden Freunde Ärger mit dem Manager des Clubs. Ja, na gut. Das war jetzt halt die Belehrung, das geht doch nicht in jedem Lokal. Die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums in Tschechien sieht Flo dennoch als Vorbild für Österreich. Es ist meine Entscheidung, mit was ich mich berausche oder nicht berausche, sondern halt einfach aufmache. Und genau um das sollte es gehen und das geht uns so. Genau deshalb sind wir halt da, weil, also ich zumindest so, weil hier einfach der Grundstein gelegt worden ist zu dem, was wir eigentlich haben wollen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Richtung, auf jeden Fall, ja. Gleich bei ATV die Reportage. Nach dem etwas enttäuschenden Abend finden sie in Tschechien doch noch ihr Hanf-Eldorado. So ungefähr muss sich Kolumbus gefühlt haben, ne? Ich habe auch noch nie so viele natürliche Hanfpflanzen in meiner Nähe gehabt. Da fühlt man sich wirklich wohl. In Österreich hingegen legen immer mehr Kiffer illegale Haschischplantagen an. Ich kiffe seit über 30 Jahren, oder so ein Typ zu mir herkommen und sagen, du bist jetzt süchtig. Das bin ich nicht. Aber die österreichischen Behörden denken nicht an eine Liberalisierung von Cannabis. Wirklich da nur von einer weichen Droge zu reden, da würde ich schon abkommen. Tag
2 der Kiffer-Expedition nach Prag. In Tschechien wurde 2010 unter anderem der Besitz von kleinen Mengen Cannabis bis zu 15 Gramm entkriminalisiert. Noch gibt es keine Zahlen, wie stark der Drogenmissbrauch gewachsen ist. Entsteht hier ein Kifferparadies nach Amsterdamer Vorbild direkt vor unserer Haustür? Mari und Flo warten auf František bei der John-Lennon-Mauer, einer beliebten Sehenswürdigkeit in Prag. Nachdem ihre Erwartungen letzte Nacht nicht erfüllt wurden, hoffen sie von Neuem auf ein berauschendes Hanfabenteuer. Welchen Shop schauen wir uns jetzt an? Na, da in die Nähe gibt es einen Shop, aber die haben wir nicht vergisst. Wie heißt der Shop? Growland. Growland, ja. Eine ähnlich paradoxe Situation wie in Österreich. Marihuana und Haschisch dürfen in den Grow-Shops nicht verkauft werden, aber alles, was zum Anbau und Konsum nötig ist, schon. Im Gegensatz zu Österreich dürfen in Tschechien keine Stecklinge, sondern nur Hanfsamen verkauft werden, obwohl dort die Aufzucht von bis zu 5 Marihuana-Pflanzen gestattet ist. Ein Hanfsamen namens Orange Butt Diesel hat es Flo besonders angetan. Ja, So hat man jetzt gerade gesagt, das ist halt wirklich aus so einer ganz argen, argen Linie einfach rausselektiert. Ja, das wird sicher was ganz Feines. František hat für seine beiden Freunde noch eine Überraschung parat. Über Stock und Stein und durch einen Bach führt er sie zu einem riesigen, versteckten Hanffeld. Wir haben's gefunden! So ungefähr muss sich Kolumbus gefühlt haben, ne? Ein Highlight, das natürlich für die Kiffer-Community daheim festgehalten werden muss. Kannst du mich auch mal filmen, damit das einer glaubt, dass ich auch hier war? Ja. Hier, auch ich hier. So, was sagt der Mario da dazu? Hier, mitten. Ich habe auch noch nie so viele natürliche Hanfpflanzen in meiner Nähe gehabt. Da fühlt man sich wirklich wohl. Ganz berauscht von so viel Hanf um sie herum, haben Flo und Mario nur mehr einen Wunsch. Ein bisschen mehr Akzeptanz hierfür. Das ist alles, was wir brauchen im Endeffekt. Ja, ich wünsche mir, dass der Umgang damit einfach so ist, wie der Andreas Kohlhauser mal ganz gut gesagt hatte, dass einfach jeder seine Sorten im Keller haben kann, wie der andere seine Weinsorten oder seine, wie auch immer, Gourmets im Keller hat und damit einfach ganz normal, ganz natürlich umgehen kann, ohne sich als Verbrecher zu fühlen oder Angst zu haben oder wie auch immer. Das wäre einfach mein Wunsch an die Politiker und an die Zukunft, dass sie das mal endlich kapieren. So ein großes Feld bräuchtest du für dich selber. Du brauchst nie wieder ganz schön anbauen. Das Hanffeld hat die beiden Kiffertouristen bereits in eine tolle Stimmung versetzt. Weiter geht es zu Buschka, der angeblich einzigen Person in Tschechien, der es offiziell erlaubt ist, mehr als 5 THC-hältige Hanfpflanzen anzubauen. Dort stoßen sie auch auf Cannabis-Kunst. Dieses Bild wurde gemacht, indem man einen Auszug aus Cannabis macht und diesen Auszug auf ein Papier tropft. Diese Formen, die man hier sieht, sind nicht vorgedruckt oder so. Die basieren nur aufgrund der Zusammensetzung von dem Cannabis. Also man sieht es da auch wirklich ziemlich gut. So, es ist, als ob das gezeichnet wäre, ist es aber nicht, sondern das ist alles nur das, was das Cannabis hier macht, diese Formen. Das ist sowas wie... Das nimmst du nur für Drogen, dass du da Form siehst. Nein, also das ist einfach sowas wie der DNA-Beweis der Energie von Cannabis. So kann man das ungefähr sehen. Und dann wurde noch so manches Gerät geraucht. Der Ausflug in das vermeintliche Kifferparadies Tschechien hat sich für Flo und Mario allemal gelohnt. Irgendwo im südlichen Niederösterreich beginnt der Tag der Hanfbäuerin. Seit mehr als 30 Jahren kifft sie täglich mehrmals. Um ihren Bedarf an Marihuana zu decken, betreibt sie eine illegale Indoor-Plantage, die aber über den Eigenbedarf etwas hinausgeht. Kiffen beherrscht ihren Alltag. Ohne Koffein und THC geht gar nichts in der Früh. Die Hardcore-Kifferin musste mit einer Maske unkenntlich gemacht werden, da der Anbau solcher Mengen Marihuana mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren geahndet wird. Ein Morgenritual kann also auch so aussehen. Nach mehreren Jahrzehnten intensiven Drogenmissbrauchs glaubt sie, das Rauschgift völlig unter Kontrolle zu haben.
bekifft zu sein. Oh, ich bin jetzt bekifft. Ja. Das spürt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Also selbst wenn man als Dauerkiffer, so wie ich, über ein Jahr oder ein halbes Jahr aufhört zu kiffen, passiert dieser Turn maximal beim ersten Wiedereintritt. Alles andere ist der Körper schon gewohnt. Die Growerin züchtet 4 verschiedene Sorten Marihuana in ihren eigenen 4 Wänden und raucht bisweilen alle 30 Minuten eine Wasserpfeife. Sie können mich einsperren, aber ich werde nie zum Kiffen aufhören. Das Kiffen mache ihren Geist freier, wirkt schmerzbefreiender als die Schulmedizin und auch auf das Sexualleben vermeint sie einen positiven Effekt zu erleben. Dass ich zuerst nicht ficken habe können auf Kiffen, weil ich zu weit weg war. Und dann erst viel später im Laufe der Jahre hat sich das total umgekehrt und dann wurde das extrem erotisch. Also wie das ist so jetzt mit wechselnden Partnern, habe ich zum Beispiel vorher nie gekifft. Also da war Kiffen, da war lieber Koksen oder was da. Aber Kiffen war nicht mein Thema, weil das zu intim war. Alkohol trinkt sie zwar auch ganz gerne, allerdings weiß die Kifferin, was sie an ihrer Lieblingsdroge hat. Ich kiffe seit über 30 Jahren, dass so ein Typ zu mir herkommen und sagen, du bist jetzt süchtig. Das bin ich nicht. Ja? Nimm mir das weg, tu das mir ein bisschen weh, ja? Aber ich werde jetzt nicht aus der Bahn gekippt. Ich schade der Volksgesellschaft nicht. Ja? Aufs Kiffen kann man mit Freunden über Dinge diskutieren, die man vorher vielleicht nie gewagt hat, auszusprechen. Auf Saufen haben sich die Freunde gegenseitig in die Groschen. Doch trotz aller Vorteile, die sie in ihrer Droge sieht, gibt die Hobbygärtnerin eines ganz offen zu. Kiffen, Achtung, definitiv. Also es verringert das Kurzzeitgedächtnis in einem Maße, das erschreckend ist, vor allem in den Anfangsphasen. Also die Konzentrationsfähigkeit fällt gegen null. Erinnerung, kurzfristiges Erinnern, warum ging ich jetzt in die Küche, was wollte ich in der Küche, warum sitze ich vor dem Computer, das passiert binnen Sekundenbruchteilen, wo man sich nicht erinnern kann, was man jetzt eigentlich machen wollte. Täglich mehrmals macht die Drogenzüchterin einen Rundgang durch ihre auf mehrere Räume verteilte Indoor-Plantage. Hier haben wir Pflanzen, die bereits im 4. Blühstadium sind. Das heißt, vor 4 Wochen habe ich die Lichtintensität von 18 Stunden auf 12 Stunden reduziert. Und die brauchen jetzt noch 4 Wochen, bis sie reif sind. Jetzt sieht man eh, man sieht hier überall schon die kleinen Buds, wo es was leuchtet. Das sind schon die Buds und das ist eigentlich das, was letztendlich dann am Markt kommt, das, was verkauft wird, das, was gekauft wird. Es wird nämlich nicht nur zur Eigenversorgung produziert. Die Hobbygärtnerin verkauft an gute Freunde, was bei der Ernte nach Abzug des Eigenbedarfs übrig bleibt. Der Betrieb einer Indoor-Plantage schlägt sich in den Stromkosten nieder. Für 10 Gramm ihrer Topware beträgt der Freundschaftspreis 80 Euro. 10 Gramm ist auch etwa die Erntemenge pro Hanfpflanze. 12 Wochen viel Licht, etwas Dünger und die richtige Bewässerung brauchen diese Pflanzen bis zur Blüte. In den Blüten entsteht die höchste Konzentration des psychoaktiven THC. Daher ist es in Österreich strafbar, THC-hältige Hanfpflanzen zum Blühen zu bringen. Dennoch können in Growshops seit wenigen Jahren legal noch nicht blühende Hanfstecklinge um 5 bis 10 Euro gekauft werden. Rechtlich gesehen eine gewisse Scheinmoral. Natürlich ist es eine Scheinmoral, weil was sollte man machen, wenn man jetzt in einen Hanfshop reingeht und dort Hanfstecklinge kauft, schon im eigentlich in dieser Größe, wo man sie sofort in die Blüte schicken kann. Warum nehme ich mir das nach Hause? Natürlich, um mein eigenes Gras zu züchten. Ich habe schon scherzhaft gemeint, dass vor meinem speziellen Hanfshop vis-à-vis ein Sonderkommando postiert ist und sämtliche Leute filmen. Aber wozu? Was anderes ist, wenn ich jetzt 200 Kilo Kokain erwische. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Der Kieferboom in Österreich macht sich auch am Wiener Landeskriminalamt bemerkbar. Chefinspektorin Bettina Bogner ist für die Archivierung und Analyse der entdeckten Drogen zuständig. Cannabis führt mit großem Abstand. Die Drogenkuriere kämpfen mit allen Mitteln dagegen, durch den intensiven Geruch des Cannabis entdeckt zu werden. Pfui. Boah. Also,
wird natürlich versucht, den Geruch hier zu überdünchen, damit eben bei Kontrollen der Hund das nicht findet. Also ich, wenn das zum Beispiel im LKW oder so transportiert wird, unter anderem Frachtgut, dann versucht man das natürlich so zu kaschieren mit allen möglichen Tricks und Schmähs. Ganz klassisch, Kaffeebohnen beigepackt, damit eben der Geruch von dem Cannabiskraut überdünscht wird. Nicht? Das ist aber eine alte Legende, dass das hilft, der Hund erkennt es trotzdem. Wie viel sind das insgesamt? 18 Kilo, glaube ich, oder? Ja. Ja. Das wäre ein Straßenwert von rund 180.000 Euro. Der Trend bei den Kiffern geht jedoch eindeutig zum Eigenanbau. Woche für Woche werden Haschischplantagen entdeckt und die Drogenpflanzen sichergestellt. Ein alter Dachboden dient den Kriminalisten als Trockenraum. Wir benutzen diesen Raum zum Trocknen von sichergestellten Cannabispflanzen, da diese Pflanzen eine gewisse natürliche Feuchtigkeit aufweisen. Und zur weiteren Untersuchung müssen diese Pflanzen daher zuerst getrocknet werden. Also wir arbeiten das so auf, dass wir die Pflanzen auflegen, streng getrennt natürlich nach dem Ort der Sicherstellung. Das sind diese Zettel mit den Aktenzahlen, da können wir dann natürlich genau zuordnen, wo das herkommt. Man sieht hier, dass die Pflanzen natürlich in unterschiedlichen Wachstumsstadien angeliefert werden. Hier sieht man zum Beispiel schon ganz gut, dass es da schon Blütenstände gibt. Die Blütenstände der Pflanze sind diejenigen Teile, die eigentlich den meisten THC-Gehalt in der Regel aufweisen. Ja? Und natürlich kann man sagen, okay, wenn man das jetzt hier reibt zwischen den Fingern und dann hat man schon dieses harzig-klebrige Gefühl und es riecht auch sehr intensiv, dann kann man natürlich sagen, okay, hier ist was zu erwarten, da ist tatsächlich ein THC-Gehalt in dieser Pflanze. Entdeckt werden größere Indoor-Plantagen entweder durch auffällig hohe Stromrechnungen, den intensiven Geruch der Pflanzen oder die Polizei erhält einen Tipp von den Nachbarn oder Neidern. Nach der Trocknung werden die Proben zu Pulver vermahlen. Nicht jede Hanfpflanze enthält das verbotene THC. Das ist ein qualitativer Vortest, der uns eben lediglich aussagt, dass es sich hier mit einer gewissen Anfangswahrscheinlichkeit um ein THC-hältiges Produkt handelt. Ja. Um das in letzter Genauigkeit feststellen zu können, wird man das natürlich dann noch weiter untersuchen müssen. Fällt der qualitative Vortest positiv aus, gelangen die Proben in das Labor des Bundeskriminalamtes, wo mittels Dünnschichtchromatographie der genaue THC-Gehalt bestimmt wird. Jährlich werden hier 5000 Rauschgiftproben getestet, gut die Hälfte davon ist Cannabis. Gaschromatographie funktioniert im Prinzip so, dass die Probe verdampft wird, eingespritzt wird und durch eine entsprechende Säule durchgedrückt wird. Abhängig von der Verbindung, von dem Analyten, verbleibt er unterschiedlich lang in der Säule, kommt zum Detektor und gibt mir dann bei einer gewissen Zeit ein Signal, sodass ich die Verbindung entsprechend identifizieren kann. Die Höhe des Signals ist dann ein Maß dafür, wie viel von der Verbindung in der Probe drinnen ist. Und so kann ich den Gehalt von den Suchtmitteln entsprechend bestimmen. Für die Dealer ist aber das Gewicht der Ware ausschlaggebend. Und so kommt es schon öfters vor, dass die Ware einfach schwerer gemacht wird, um den Preis zu heben. Einerseits hat man Bleirückstände gefunden, dass das gezielt mit Blei verstreckt wurde, damit es schwerer gemacht wurde. Andere Versuche waren mit Glasperlen, dass man hier das Gewicht zugehalten hat. Und wir hatten auch Proben gehabt, die mit Düngemittel versetzt waren, um auch das Gewicht entsprechend schwerer zu machen. Durch skrupellos gestreckte Ware können schwere Gesundheitsschäden entstehen. Ein weiteres Problem sieht Dr. Wolfgang Greibel in dem zunehmenden THC-Gehalt des Hanfes. Die Drogenstärke hat sich in den letzten Jahren durch Züchtung und Genmanipulationen vervielfacht. Marihuana wird immer als relativ weiche Droge dargestellt. Wir haben aber besonders in den Blüten bis zu einem THC-Gehalt von 20% unter Umständen. Also die sind von der Züchtung so hoch, dass da durchaus eine sehr schwere Abhängigkeit kommen kann. Wir haben oft auch mit Ermittlern geredet, die gesagt haben, also besonders Personen, die so hochprozentige Blüten konsumieren, die sind sehr stark in der Abhängigkeit drinnen. Und da merkt man auch schon entsprechend den körperlichen Verfall. Also wirklich da nur von einer weichen Droge zu reden, da würde ich schon abkommen davon. Haschisch und Marihuana am Weg zur harten Droge. Und immer mehr österreichische Jugendliche, laut aktuellem Drogenbericht über 30%, greifen dazu. Es gibt keinen Anlass für Gesetzgeber und Exekutive, die neue Volksdroge zu verharmlosen.
Haschisch und Marihuana wurden erst 1961 durch eine UN-Konvention als illegale Substanz definiert. Es gibt kein Recht auf Rausch, stellt ein Höchstgericht fest. Da seither auch der Besitz und damit auch der Konsum von Cannabis in Österreich verboten ist, kommt es alljährlich zu zigtausend Konfrontationen zwischen Kiffern und der Exekutive. Da war ich auf einem Festival mit einem Freund und dann hat uns ein verdeckter Kiffer erwischt. Und ja, dann haben wir halt in so einem Container Aussage machen müssen. Da wollten sie mir eigentlich zuerst sagen, dass ich selber grow oder selber anbaue, heißt das. Und ja, dann musste ich einmal bissen gehen und mit Psychologen reden und ja, aber viel mehr ist nichts passiert. Die Anzeige ist auch fallen gelassen worden nach 2 Jahren. Taucht nichts im Leumund auf. Ja. Aber es gibt auch unbedingte Strafen und das sind ausschließlich Personen, die in großen Mengen, also große Mengen, das beginnt bei halben Kilo Wirksubstanz, nicht Menge Cannabis, sondern was THC, der Wirkstoff, drin ist. Also das ist schon, da geht es in die Kilos. Also wer glaubt, im Kilogrammbereich handeln zu können, der kann auch eine unangenehme Überraschung erleben. Aber für die Konsumenten trifft das nicht zu. Und das ist sozusagen die Maxime, die grundsätzlich ja auch im Suchtmittelgesetz verankert ist mit den Diversionsmaßnahmen. Also dass jemand, der das erste Mal erwischt wird beim Kiffen, dem passiert eigentlich de facto nichts. Aber eine Freigabe kommt aus meiner Sicht definitiv nicht in Frage. Denn durch die Züchtung von Hanfpflanzen mit extrem hohem THC-Anteil kann das Kiffen für einige zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führen. Also von der Gruppe, die früh begonnen haben und viel rauchen, von denen haben etwa 3-4, maximal 5% sowas wie einen problematischen Cannabiskonsum. Also das kann sein soziales Scheitern, Bildungsscheitern, bei einem Teil Depressionen. Also Cannabis kann Depressionen auslösen. Also mit ein Grund, warum viele Leute nach durchaus längerem Konsum weniger rauchen und aufhören damit, ist, dass sie die Erfahrung machen, sie kriegen Depressionen davon. Ja, vor allem, wenn man ein bisschen so eine Neigung dazu hat. Beziehungsweise in manchen Fällen kann Cannabiskonsum eine psychiatrische Erkrankung im Jugendalter auslösen bzw. verstärken. Manchmal bleibt die Schraube ganz schön lang. Manchmal, ich kenne auch Personen, wo die locker geblieben ist, ihr Leben lang. Die viel häufigeren Folgen massiven Kiffens sind jedoch ein gewisser Realitätsverlust und eine völlige Antriebslosigkeit, die in eine soziale Isolation führen. Zu meinen wirklichen Freunden von früher, zu denen habe ich nicht mehr so Kontakt. Er hat schon mal gesagt, dass es schwierig ist, was mit mir zu machen, weil ich immer so antriebslos bin. Ich sag zwar zu, aber komm dann nicht oder komm dann zu spät. Das, ja, die meisten Freunde oder sozusagen, ja, sind eigentlich nur Leute, mit denen ich abhänge und was rauche. Ein Gefühl der Gleichgültigkeit tritt ein Gefühl des Desinteresses, ein Nicht-Wahrnehmen-Wollen oder Können der sozialen Probleme, die entstehen und nicht, das nicht rechtzeitige darauf eingehen, dass man vielleicht doch besser die Schule abschließt oder vielleicht doch besser einen Lehrplatz hat und vielleicht doch besser eine Tätigkeit hat, die einem Freude bereitet. Wenn das versäumt wird, dann können tatsächlich Probleme entstehen, die gar nicht so leicht wieder wegzubekommen sind. Genau in dieses Stadium scheint Marco schon bald hineinzuschlittern. Ich gehe ab und zu in so Gelegenheitssachen, so Lagerbau oder sowas. Aber es macht ja keinen Spaß, das kann man auch nicht die ganze Zeit machen. Das ist auch nichts für die lange Sicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Mir ist ja alles wurscht. Marcos Drogenkarriere ist an einem Punkt angelangt, an dem er intensive Therapie benötigt. Doch die Therapie kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Betroffene ein Problembewusstsein entwickelt. Legalize! 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 Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to... 17.000 Anzeigen im Jahr betreffen Cannabis in Österreich. Das wären pro Gerichtstag etwa 70 Anzeigen.
Für den Veranstalter des Hanfwandertages, David Rosse, ein immenser Aufwand für Judikatur und Exekutive. Für ihn ist die Verfolgung des Endkonsumenten ein Grund, um jedes Jahr auf die Straße zu gehen und für die Legalisierung von Marihuana zu demonstrieren. Als kleiner Konsument sieht sich auch der Hanfaktivist selbst verstärkt der Willkür der Exekutive ausgesetzt. Also ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt irrsinnige Probleme auch gehabt dadurch, weil natürlich ich auch dann Polizeikontrollen gehabt habe. Es ist, ja, man ist irgendwann, sage ich mal, in aller Munde und ich werde dieses Image wahrscheinlich auch nie wieder los. Aber ich habe mich da ganz bewusst irgendwann dafür entschieden. Mehr Bewunderung als bei der Wiener Polizei genießt David bei der heimischen Pro-Cannabis-Community. Ja. Ich hab das Geburtstag gehabt. Servus. Geht's dir? Ja, gut, danke. Und dir, wie taugt's dir am Hanfwandertag? Ja. Und warum kommst du her? Ja, wegen Drogen. Das muss legalisiert. Okay. Ich bin vollkommen das Arbeitsmarkt, was ich bin. Würdest du quasi von dir schon ein bisschen behaupten können, zum Beispiel ein Aushängeschild von der Community zu sein? Oder? Teilweise schon, ja. Also es passiert mir schon öfter, dass mich die Leute in der U-Bahn oder so ansprechen und fragen, ob ich nicht der bin, der da eben geredet hat oder mit dem berühmten T-Shirt unterwegs war. Ja, aber es macht doch Spaß. Also. Hanf ist eine sehr widerstandsfähige Pflanze, die auch unter schlechten Bedingungen prächtig gedeihen kann. Wie zum Beispiel mitten in der Wiener Innenstadt am Ring. Also wir haben da freundlicherweise 20 Kilo Industriehanf zur Verfügung gestellt bekommen und verteilen ihn ein bisschen am Ring. Aufmerksame Passanten entdecken zwei Monate später die Hanfsprösslinge mitten am Ring. Die heimische Boulevardpresse wittert einen Drogenskandal ungeahnten Ausmaßes. Natürlich wurde sofort die Polizei eingeschaltet. Wir haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und die Ermittlungen sind im Gange. Nach dem Hinweis wurden die Pflanzen von uns abgeerntet und danach sind sie in ein kriminaltechnisches Labor gekommen. Dort werden sie gerade untersucht, wie hoch der THC-Gehalt ist. Es handelt sich hier um drogenfreien Industriehanf. Die Aktion zeigt deutlich auf, dass in Österreich immer noch enorme Angst und Unwissen rund um die Hanfpflanze herrschen. Gleich bei ATV die Reportage. Nach einem Gefängnisaufenthalt kapituliert der Cannabis-Demonstrant in seinem Krieg gegen die Behörden. Sogar seine Dreadlocks hat David geopfert. Das ist wie wenn sich ein Christ sein Kreuz vom Hals reißt, sozusagen. Und Erntezeit in der illegalen Drogenplantage. Die Käferin sieht dem Krieg mit den Behörden gelassen entgegen. Meine Babys! Ah. Und wenn alle auf der Welt kiffen würden, dann kann man da keine Kriege. Au. Hanfdemo in Wien. Einige tausend Cannabis-Fans ziehen diesmal auf ausdrücklichen Wunsch des Veranstalters David Rosse vor das Wiener Landesgericht. Hinter diesen Mauern war David für mehrere Wochen wegen Marihuana-Anbaus in Untersuchungshaft. Seit dieser Zeit leidet der 23-jährige Wiener unter Depressionen und Schlafstörungen. Seine letzte Kiffer-Demo war zugleich die emotionalste. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch durch den Stopp der Justizanstalt. Das war besonders heftig. Aber vor allem, weil ich eben vor einigen Tagen gelesen habe, dass derzeit wieder einige Leute eingesperrt worden sind, eben wegen Cannabis-Anbau. Und ich einfach weiß, wie schlimm die Zeit da drinnen ist. Und ich wollte einfach ein schönes Zeichen setzen auf den Leuten, dass sie durchhalten da drin und sehen, dass sie nicht alleine sind. Vom Haschisch-Saulus zum Hanf-Paulus? David und seine Freundin Bianca zogen sich mittlerweile aus der Haschisch-Aktivisten-Szene zurück. Sein enormes Wissen über die Kulturpflanze Hanf setzt er heute als Vertreter für legale Hanfprodukte wie Taschen, Textilien und Lebensmittel ein. Dennoch erholt er sich nur langsam von den psychischen Folgen der Untersuchungshaft wegen Drogenanbaus. Es hat nur dagelegen und hat nichts mehr gemacht. Das war eine richtige Depression. Ich habe auch bis halt vor einiger Zeit gebraucht, um da wieder überhaupt halbwegs drüber hinwegzukommen. Also ich war vorher, würde ich sagen, schon ein sehr psychisch starker Mensch. Ja, das
war auch in meiner überall bekannt, dass ich ein sehr lebensfroher Mensch war. Und nach dieser U-Haft war ich einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Also ja, das voll. Er hat noch Dreads gehabt und alles und war voll bunt anzogen. Ich habe nicht diese Frisur, die mich vielleicht, mit der ich mich zwar kulturell identifiziere, womöglich, durch die ich aber dann gesellschaftlich enorme Schikanen und Probleme habe. Und das ist wie wenn sich ein Christ sein Kreuz vom Hals reißt, sozusagen. Meine Babys! Ah. So, ich sehe. Nach dreimonatiger intensiver Pflege ihrer Babys ist heute der große Tag gekommen. Erntezeit in der illegalen Haschischplantage. Ein Tag, dem sie schon lange entgegenfiebert. Ja, jetzt sind sie so weit, um geerntet zu werden. Man sieht das hier an den braunen Fäden. Ich hoffe, man kann das sehen. Also, sie sind so weit, um den Erntevorgang einzuleiten. Den Hanfblüten ist ihre Top-Qualität anzusehen. Ergebnis von bestem Saatgut und der langjährigen Erfahrung der Drogengärtnerin. Allein mit der heutigen Ernte ließe sich ein nettes Taschengeld verdienen. Auf der Straße kostet ein Gramm 10 Euro. Das heißt, wenn man sagt, hier bleiben 200 Gramm über, wäre das ein Straßenwert von 2000 Euro. Aber diese Qualität findet eigentlich gar nie den Weg zur Straße, also auf die Straße. Das ist Gott sei Dank, hat sie da in Österreich so, wir haben wie ein Kron zu Hause und bleiben unter uns Szene entwickelt, so dass sich eigentlich niemand daran stören kann. Ne? Bei so viel Liebe zu den prächtigen Pflanzen darf man aber nicht vergessen, dass die Plantagenbetreiberin in Österreich einem gefährlichen Hobby nachgeht. Sobald die Pflanzen THC-haltige Blüten tragen, macht sie sich strafbar nach dem Suchtmittelgesetz. Alljährlich erfolgen etwa 17.000 Anzeigen wegen Cannabis. Circa 450 illegale Drogenplantagen wurden 2010 entdeckt. Im Grunde ist es auch für die Beamten, also für die ausführende Justiz, eigentlich eine Belastung, die zu nichts führt. Ja, weil es ist weder ein volkswirtschaftlicher Schaden noch ein gesellschaftlicher Schaden da. Also das ist ein Leerlauf, wo auch dann das Gesetz, die Justiz, das Ganze irgendwie dann auf Eis legt. Nur die extrem THC-hältigen Blüten werden weiterverarbeitet. Bloß einige Gramm getrocknetes und somit rauchbares Gras lassen sich pro Pflanze erzielen. Das entspricht dem Bedarf von mehreren Tagen intensiven Drogenkonsums. Den bleibt ein Viertel über, wenn es trocken ist. Also wir haben jetzt hier 69, das wären 23 Gramm. Na, Blödsinn. So. Nein, das hätte ich mal ein bisschen 17 Tage. Also nochmal. Also das wären hier jetzt 69 Gramm. Und wenn es trocken ist, bleiben 17 über. Die Schätzungen gehen bis zu einigen zigtausend illegalen Drogenplantagen in Österreich. Und täglich werden es mehr. Und wenn alle auf der Welt kiffen würden, dann kann das auch keine Kriege, weil kein Kiefer schwimmt. Cannabis, die neue Volksdroge statt Alkohol? Welche Drogen auch immer im Übermaß konsumiert, bleiben sie ein Übel der Gesellschaft. Musik.